Guck mal, und das hier, wenn du dann hier unten guckst, das sind dann tatsächlich die, die Brüste von der. Also das ist tatsächlich krass. Ein Bild von... Hast du die selber gemalt? Hi, willkommen zurück nach der Pause. Wir freuen uns total, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Let's Play Poker 14, die Pokerstars.de Show. Thompson Entertainment hier. Und wir haben natürlich was vorbereitet. Denergy hat was vorbereitet. Kein Rap, ausnahmsweise. Kein ein Gedicht. Wie viel da wart ihr in den Charts mit Rot-Weiß? Dritter. Mega. Okay, dann haben wir... Afghanistan. Wir haben den Gewinner für Anton Shirt. Und der oder die ist? Die ist die? Laura T. Gute Freundin von dir. Du hast gewonnen, genau, Laura. Was sagst du, Viska? Die hat dich, glaube ich, persönlich enttäuscht, oder? Weil die hat gesagt, du verlierst als Nächster. Oh. Und trotzdem gewinnt sie dein T-Shirt. Ich gönn's dir, Digga. Hauptsache, sie ist so eine schöne, süße Latina. Alles schöne, süße klar. Latina haben wir natürlich alles auch noch am Tisch. Und zwar in Form von Jody, die noch ein bisschen Hippie mit an den Start bringt durch ihren Dreadity Lockley. Was? Mir geht's super. Ja, ich sagte, so eine schöne, süße Latina wäre jetzt so. Hat er auch schon einen Becher? Wie soll ich dich denn nennen, wenn ich dir ein Kompliment mache? Jody Big Blind. Gar nicht. Einfach nicht. Ja, so ist gut. Damit kann ich umgehen, Freddy. 40.000 bitte. Und Josef ist an der. So, Josef bei 11.000 und Jody Call. Bei... Check. Ja, müssen, ja, den Rest halt. Das müssten dann... Fünferpärchen gegen Ass 6. Beide sehr vorsichtig gespielt. Jody. Das hab ich jetzt. Ist schon spät, Gabi. Ja. Wir verstehen das alle. Oh, jetzt spielt 3000. Sie auch in der Tat an. Geht er mit? Sie muss es ein Tucken aggressiver spielen. Ich glaube, sonst hat sie gegen Josef vermutlich schlechtere Chancen. Also. Er geht draußen mit Mass, hätte ich nie gemacht. Gesagt, all in. Wir hören die Blinds. Vor dem Flop wäre das richtig gewesen. Nach dem Flop, dann brauchst du es nicht mehr machen, weil du hast ja nichts getroffen. Aber bevor die Karten umgedreht werden, dann musst du da mit Ass 6 alles rein. Okay. Und die Blinds sind jetzt schon auf 1000 und 2000. Das heißt, eigentlich hat Josef gerade noch 5 Hände. Oh, Feierabend machen. An alle, die sich fragen, wo ist denn eigentlich der Anton hin? Unser neuer Liebling, der hat sein Geld rausgekloppt ohne Ende. Eigentlich hat er alles Judy zugeschoben. Und ist dann schön Platz 4 geworden sogar nur. Obwohl er mal 80% vom Geld hatte. Auf jeden Fall einer der kuriosesten Sendungen, die bisher bei Let's Play Poker waren. Also, ich habe noch nie gesehen, dass einer innerhalb der ersten anderthalb Stunden so durch das Feld geflügt ist, um dann doch nur Vierter zu werden. Das ist Wahnsinn. So, Josef wird gefragt, ist das ein Deutscher? Ja, der ist, ich glaube, 55 Jahre alt, kommt aus Soest im Westfalen. Und kann, wenn er hier richtig jetzt noch zuschlägt, 2000 Euro mit nach Hause nehmen. Ja, das ist als Spende. Ich glaube, er kann sowieso auch noch dazu was verdienen. Ah, okay. Also, das ist, für ihn geht es auch richtig um Geld hier und von daher gönne ich dem Josef das auch schon sehr. Oh, langsam wird es echt stressig, eine 6 von der 9 zu unterscheiden. So, ich werde so langsam so müde. Kelly! Oh, und jetzt ist noch eine bezaubernde Dame gekommen. Kelly aka Mrs. Vlog ist gerade reingekommen. So, jetzt hat sie den Flush, die Flaschenmöglichkeit. Check. Wenn Pik kommt, ist sie unschlagbar. Check. Da ist das Pik. Check. Sieht sie es überhaupt? Noch ein Pik. Alles, was er hat. All in. Ja. Ja, das war klar, dass er da sagt, nee, nicht mit mir, Sonnenschein. Was ich eben auch super lustig fand, war, als Denergy sagte, dreh dich doch um, du Sechster. Darauf wäre ich nie gekommen. Aber er sieht, sowas sieht er, aber hat nicht mitgekriegt, dass er eine Straße hat. Dreh dich sowieso. Alles gut. Ja. Ja, Kelly, die habe ich noch vor kurzem beim Völkerball getroffen in Halle. Ach so, warst du da auch? Ja, ein Zuschauer nur. Okay. Ja. Ach, wenigstens führt Barcelona 1-0. Ja, okay, das wird die Laune von Anton noch steigern. Check. 2000. Jetzt ist es aber immer... Oh, Josef hat getroffen. Mal gucken. 2000, ich glaube, Jody sagt... Ach, ja, komm. Mal gucken. Ja. So, Showdown und? Wieder 2000 mehr für mein Mann. Ja. Okay. 8000 in der Mitte. Damit hat Josef jetzt 13.000, ne? Das ist, der hatte mal nur 3. Ja, ich dachte vielleicht, dachtest du, ich gehe eh raus.
Ich dachte, vielleicht dachtest du, dass wir beide denken, ich gehe raus. Sehr gut. So, ich bin gerade nochmal aufgefordert worden, mal einen kleinen Zwischenstand von dem Online-Turnier zu bringen. Dort sind aktuell noch 31 Spieler drin. Denkt dran, die ersten 27 qualifizieren sich für das Finale dann. Und wenn man dann das Ding gewinnt? Ist man nächstes Mal da, wo der Josef sitzt. Exakt. Und kann mit den YouTube-Stars pokern und die mal richtig an der Nase rumführen. So, wir haben auch ein paar Schweizer, einen Österreicher dabei. Und in Führung zurzeit Ciano 68 vor Green Spider 4 und Adil Dizda. Ja, das ist schon mal gut. Und Jody trifft die 3. Check. Ja, sie checkt hier zu viel. Sie checkt mir einfach zu viel. Spielt es ein bisschen passiv jetzt. Wenn man. Wie viel muss man? 2? Ja, immer feuern, wenn man was getroffen hat. Und ab und zu auch feuern, wenn man nur zu zweit ist, wenn man nichts getroffen hat. Da ein bisschen Blöffen auch einstreuen. Ja, ich glaube. Josef riecht den Sieg und wird sehr, sehr langsam und sicher spielen. Und ich hoffe mal, meine Hoffnung ist, dass Jody langsam keinen Bock mehr hat und dann sagt, ja komm, ich guck mal. Und so wird mein Mann noch der Held. Schauen wir mal. So ein bisschen mein Mann kann gerade. Ich hoffe, er gewinnt. Ich glaube, die Trainingssessions mit Revi haben sich gelohnt. Ja, da auch mal vorm Flop, vielleicht mal raisen mit Ass 9 oder sowas. Nicht nur callen. Ja, da wird aber mein Mann sofort sagen, das war nett, die Runde. Neue Karten bitte. Check, check, jetzt spielst du ein bisschen versteckt, das finde ich wieder gut. Wir sind noch nicht müde. Gut. Da kommt noch ein Junge dazu. Ich glaube, Josef hat im Geiste schon aufgegeben, er wird den nicht blöffen. Nein. Nicht für 2000. Ich glaube, wir können von Josef auch nicht so einen All-In-Bluff erleben. Karten bitte? Da ist er zu ängstlich, wäre ich aber auch. So, ach komm, 2-3 ja, All-In würde ich dann nicht mehr machen. Ja, mit 2-3 nicht, aber du musst dann auch mal in der Situation vielleicht mal mit 7-6 von der gleichen Farbe oder sowas. Du kannst nicht mehr auf ein Ass oder auf Pärchen warten. Würde ich aber machen. Ja, das ist falsch, denn dann wirst du von den Blinds aufgefressen. Ja, das wollen wir nicht. Ja, das ist aber so. Deswegen muss er gleich auch mal einen Move machen. Okay, 7-3 ist Käse. Ja, das ist zu schwach, da kann er ruhig noch einmal wegschmeißen. Aber was du gesagt hast, er ist jetzt im Big Blind und ist von 13 schon wieder auf 8600. Ja, check, check. Das heißt, wenn Jody jetzt ihn die Blind stiehlt, hat er gerade... Ja, scheiße, du hast wirklich wieder recht. Und sie trifft auch noch den Drilling. So, jetzt checken und dann vielleicht hoffen, dass... 2000. So, jetzt nur callen. Jetzt versucht er zu bluffen. Jetzt nur callen, Jody. Jetzt überlegt sie ein bisschen, will es schwächlich aussehen lassen. Und wenn sie das jetzt wirklich nur callt... Das macht sie gut mit diesem Lächeln, ja. So. Okay, ja. Ich will sehen. Okay, und jetzt könnte sein, dass Josef gleich in die Falle tappt und gleich All-In. Bitte nicht! Reiß dich zusammen, Josef! Check. Ah, er riecht den Braten. Trifft er nicht? Nein. Josef, reiß dich zusammen, bitte! Geh nochmal raus und nimm neu Anlauf. Ah, da kann er nicht callen jetzt. 2000 von Jody. Du hast nichts. Oh, dein Ernst? Ja. Oh, wow. Starker Laydown. Ich auch nicht. Gibt's das noch, dass man es Laydown nennt? Jetzt lügt sie übrigens auch. Josef sagt, ich habe nichts gehabt, natürlich. Ja, ich habe auch nichts gehabt. Aber das gehört beim Pokern dazu. Alles völlig legitim hier. Ich vertraue keinem YouTuber mehr. Was hast du mich gerade gefragt? Heißt es noch Laydown? Ja, ja. Das hat er stark gemacht. Vielleicht. Ist egal. Alles gut. Man sieht auch schon, der Josef hat sich in dem Turnier öfter die Haare gerauft, sind noch kaum welche da. Jody, Moment. Da geht er all in. Ja, ich. Ja, und das könnte, ja, da callt sie. So, Dame 8 gegen 2er. Und wenn wir eine Situation haben, wo ein Paar gegen zwei höhere Karten antritt, ist es ein Coin-Flip. Ist es eine 50-50-Situation? Das heißt, wir haben jetzt wirklich das Glück entscheidet. Wir sehen es 51% bei Josef, 48%. Bitte, bitte. Oh, und die Gabi willst du noch so lange machen. Komm, bitte. Was hat er denn dann? Auch nicht viel mehr, der ist schon so runtergeblindet. Oh, noch alles gut hier für Josef. 11.000 im Pott, komm, bitte, 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 bitte. Jody braucht eine 8 oder eine Dame. Gabi. Keine 8. Wie die sich Zeit lässt. Wie lange zählst du denn immer? Keine 8, keine Dame. Kein Ass, keine Dame, keine 8, bitte, 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 bitte. 8 oder Dame? Bitte nicht, bitte nicht. Machen wir immer. Alles gut. Und? Komm, bitte nicht. Da ist die Dame und wir haben eine Turniersiegerin hier. Ich hab verloren. Jody gewinnt das Turnier. Josef, ganz ausgezeichnet gespielt, Zweiter geworden. Käse, ey. Sehr gut gemacht. Du hast das gewonnen. Hat so lange gedauert und ich laufe gegen die Dinger. Das Glück, komm, Konfetti jetzt mal. Aber sie hat Konfetti über die Gewinnerin, nicht über mich. Nicht über mich. Schliff weg.
Dankeschön. Und meine Pizza! Das war's mit der Pizza. Glückwunsch. Du hast es super gemacht. Nicht schlecht. Haben meine Tipps ja doch noch was gebracht. So, Aaron. 50 Euro von dir. Ja, hau ich rein gerne, weil sie hat es echt gut gemacht, muss man sagen. Und wir, ich glaube, wir können uns mal so langsam hier aus der Kommentatorenbox verabschieden. Wir werden jetzt gleich auch reingehen und dann die Dame mal drücken. Und das muss, ich muss sagen, ich hatte mega Spaß mit dir und habe wieder so viel gelernt. Ich habe inzwischen gar keine Ahnung mehr, auf welcher Kamera. Es war sehr kurios und ich fand es super lustig heute. Auf jeden Fall. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. An allen vorbei. Es gibt nämlich noch diesen wunderbaren Pokerkoffer, das darf ich nicht vergessen, sonst werde ich halbwegs boah, ist das schwer, was habt ihr da eine Knarre reingemacht? Was, hol alle zu mir, komm mal zu mir jetzt alle, die mitgemacht haben. Komm mal her, es gibt den Pokerkoffer noch zum Gewinnen im Online-Tournament, ich glaube, das ist noch nicht vorbei. Wir schreiben den Gewinner auf Twitter, bei Let's Play Poker nochmal rein, auf Facebook, auf was? Was noch? Keine Ahnung, der Energy hat ein Problem. Super moderiert von dir, ich hatte sehr viel Spaß gemacht. Es geht vorbei. Jody, letzte Worte von dir in die Kamera. Wo, welche die da? Komm her. Ich kann nicht mehr, ich bin am Zittern, weil ich nichts gegessen habe. Ich bin so froh, dass es vorbei ist und ich bin so froh, dass ich ganz viel Geld habe für zwei coole Dinger. Genau. Die jetzt viel Geld bekommen. Wohin geht's nochmal mit den einmal ganzen Sachen? Einmal an den WWF und einmal an Make-A-Wish Germany. Super. Sehr schön. Make-A-Wish, WWF freuen sich. Ihr hoffentlich auch zu Hause. Bleibt geupdatet. Yay! Ah, hallo! Facebook und allem möglichen. Ja! Meine Güte, kommt nochmal alle rein, falls ihr noch nicht da wart. Oh, heilige Mutter. Das krieg ich nie wieder raus aus mir. Es wird schrecklich. Richtig, müssen wir noch was sagen. Ich habe langsam Panik. Warum mache ich das? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das war's von LPP 11, der besten Sendung im deutschen Internet. 14. Vom besten. 16? 14. 16. Schön, 16. Wir sehen uns dann bei LPP 16 wieder. Ich glaube, das nächste darf ich nicht moderieren, weil war ein bisschen zu krass. War schön mit euch. Schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Der Kameramann wird entlassen. Hör auf jetzt! Bis zum nächsten Mal. Ciao! Oh. War eine tolle Zeit. Special Effects.